Ihr wollt wissen, warum ich hier wieder abreiß? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen wieder darauf gehen. Und, was haben wir vor? Beim letzten Mal haben wir uns um die... ich wollte mal irgendwas nachgucken. Irgendwo hatte ich hier... Nein. Also beim letzten Mal haben wir diese Cubes gemacht, diese Druckumwandlungsblöcke, und hier sind die verschmolzenen Modularen. Dann habe ich hier auch zwei Stück stehen, ne? Sehr gut. Okay. Das heißt, das haben wir. Die Sachen, die hier rauskommen, kommt denn hier raus? Nur der Block. Brauchen wir da oben drin in den Zeug... In dem Zeug, genau. In dem Zeug, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das heißt, wir nehmen uns das. Fusionieren das einmal hier. In diese Richtung. Ja, komm. Setzen uns da einen dran. Setzen uns den da dran. Dann hätten wir die schon mal. So, jetzt ist die Frage, wo packen wir die am besten hoch? Gehen wir mal darüber. Dann gucken wir mal. Wo wir die am besten hinsetzen. Denn von da aus rückwärts müssen wir uns dann um die nächsten Sachen kümmern. Die stehen hier. Das hier sind die Ausgänge, das sind die Eingänge. Okay, das kann man sich relativ gut merken, weil das passt ungefähr hier oben. So, das heißt, wir machen uns jetzt Gedanken um die Eingänge hier. Denn wir brauchen zwei Sachen, die hier reinkommen. Einmal diese Rahmen von da unten. Und... Radio Control Units. Die könnten wir hier oben vermutlich noch bauen, weil da brauchen wir Manufacturer für. Oh je. Machen wir eben andere Musik. So. Ja. Radio Control Units. Wie setzen wir uns das Ganze? Also im Idealfall hätten wir Splitter. Wir lassen den ersten da reinkommen und ab da geht es dann hier weiter. So, dann haben wir so ein bisschen. Dann haben wir ein bisschen Platz. Wollen es ja auch nicht zu eng machen. Dahin und dorthin. Da machen wir den drauf. Da den. Da ein. Da ein. Wenn wir sagen, die machen wir hier oben. Ja, das macht Sinn. Machen wir so. Du kommst weg. Okay, das hätten wir. Das heißt, wir können hier schon mal schön Bänder ziehen. Auch tatsächlich mit der Variante so zu machen und nicht erstmal die ganzen Maschinen hinstellen und dann gucken wir mal, kommen wir besser voran. So.
Das hätten wir. Und hier kommt jetzt der Kollege hin. Der da reinläuft. Und hier fangen wir hinten an. Packen wir alles rein. Kein Material. Okay, das holen wir uns eben. Das ist ja nicht so wild. Das war zu tief. Nein, doch nicht. Das hatten wir in diesem hier. Oh. Was für Geräusche. Wir nehmen uns das aber besser hier raus, weil hier haben wir auch genug. Habe ich jetzt genommen? Das brauche ich doch gar nicht. Das brauche ich gerade auch nicht. Nicht doof. Das wollte ich haben. Die Fallschirme und den Quarz brauche ich gerade auch nicht. Ah ja, doof. Okay, wieder da lang. Wie gesagt, da kommen die raus. Wie kriegt man das am besten hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also bis hierhin können wir gehen. Ungefähr. Das heißt, wir nehmen uns so. Wir stehen jetzt genau auf dem Quadrat, wo wir hin wollen. Brauchen aber brauchen dieses, genau. Jetzt stehen wir da genau drauf. Wir kommen von da. Ist alles gut. Können wir das so machen? Nicht so ganz. Na komm. Ticken. Das haben wir. Die Richtung. Jetzt sag mir bitte, dass das ausreicht. Perfekt. Das machen wir hier. So. So, damit wird das schon mal da reingehen. Perfekt. Dann gucken wir, wir brauchen jetzt, was habe ich gesagt? Ich habe gar nichts gesagt, das weiß ich, aber die bräuchten wir drei, die sind aber nur nachher für das Zeug hier im Blender. Da gehen wir aber gerade nicht hin, sondern wir gehen Richtung Radio Control Units und Radio Control Units brauchen 5, also 4,8 Manufacturer. So. Falsch. Für einen brauchen wir Produktion. Davon bräuchten wir 25, die haben wir noch. Davon bräuchten wir 50, haben wir noch. Das haben wir noch, das haben wir auch noch. Oh, gar nichts holen. Perfekt. So wollen wir das haben. Gehen wir jetzt hier hoch, hier hinter, da drumherum,
und sagen, wir hätten gerne was da haben. Also wir fangen. Dort. 1, 2, 3. Vier. Okay, wir fangen doch da vorne an. Hier kommen die Sachen rein. Da gehen sie raus. Das so mache. Ja, wir lassen das hier. Der stört mich so ein bisschen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Dann stört er mich auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen schön geschummelt, aber macht nichts. So, du kommst hier an und sollst da oben hoch. Wie machen wir das am besten? Logistik. Wir packen dich hier vor. Wir setzen dich da dran. Ach ja, ich wollte hier noch zu Ende machen. Ah, so viel zu geplant und strukturiert. Aber anders ging halt hier nicht. So, das da dran, das da. Oh Mann, ich freue mich schon auf den ganzen Spaß, das alles hier mit Strom zu versorgen. Das wird lustig. Uiuiuiui. So. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich hätte hier gerne einen Sonnenkollegen. Wie verhält sich das Band, wenn ich daran. Irgendwie sieht das ganz gut aus. Als wäre es dafür gemacht gewesen. Perfekt. Wir haben unsere Lösung für das Problem. Also alles gut. Du gehst in die Richtung. Und gehst da dran. Dann kommst du nochmal und gehst dort dran. Und hier hätten wir dich auch gerne dran. Irgendwann. Und an dich auch noch. Das geht hier genau bis an diese Kante. Kann man hier noch einen reingehen? Oder das geht so. Das geht nicht. Könnte ja noch durchgehen, aber das wäre jetzt ein bisschen. Mal dazu. Ein bisschen viel. Da. Wie wunderbar. Das gefällt mir. Und wie immer ist das alles keine Absicht, aber manchmal klappt es halt. Sogar das funktioniert. Wie ich denn das hingekriegt? Ist doch auch nicht meine Art. So, wunderbar. Wir haben die Druckumwandlungsblöcke. Jetzt machen wir. Komm, du bist auch hier der Lahme von den ganzen. Du machst mir die Umsteuereinheiten. Und du machst auch tatsächlich das normale Rezept. Das ist ja faszinierend. Du haust 2 Stück alle 48 Sekunden raus. Du haust einen alle 16 Sekunden raus, das wäre natürlich mehr. Und du haust 3 alle 40, das wäre noch mehr. Aber dann müsste ich halt auch noch das Gummi mit dabei. Deswegen einen Computer. Mein Computer gefällt mir ja so gar nicht und Quarzoszillator auch nicht, aber mein Gott. 80%.
Du machst ganz normal die Kollegen. Das gehen wir auch mal. E war jetzt nicht an die Taste zum Vorwärtsgehen. Ich verstehe. So. Okay. Wir haben das. Jetzt ist die Frage, kümmern wir uns erst... Was haben wir denn jetzt hier in dieser Reihe? Wo ist meine Maus? Da. Schatz, jetzt müssen als nächstes hier 7 plus 2 sind 9, damit wir Computer und Manufaktoren machen können. Und du nimmst tatsächlich von... Beide nehmen von dem Rubber, okay. Also 9 Stück muss ich nochmal hinstellen. Einmal 7, einmal 2. Was ist das denn dann? 7, 2? Das war eben rechnen. Ich brauche dann auf jeden, also ich habe dann noch 6 Stück über, wenn ich die 9 dahin packe. Ich brauche da schon mal 3. Bleiben noch 3 über. Gucken wir mal, wo die sein könnten. Die haben wir schon verbaut. Okay, es sieht ja so aus, als hätte ich 3 zu viel in meiner Liste. Warum auch immer. Oder ich habe mich wieder irgendwo verrechnet. Könnte natürlich auch sein. Ja. Ah, da sind noch 2 für Beacon. Heißt, es fehlt noch einer in meiner Rechnung. Einer ist eher untypisch. Aber egal. Damit kommen wir aus. Dann passt das aber wenigstens. Schauen wir mal, ob wir die nächste Reihe machen können. Wir brauchen, da habe ich gesagt, einmal 2. Die würde ich dann einfach Moment, wir haben hier lassen mal was ist das hier? Habe ich hier 2 Platz gelassen? Wenn ich da hinsetze, hier. Ab. Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, da passt es nicht. Wie sieht es hier aus? Würde ich den? Natürlich nicht. Das ist der eine, den ich noch brauche, um... Ne, die, also nur für die 2er-Reihe. Setze ich dich denn jetzt hin? Dich einfach hier drunter. Ja, okay. Mache ich aber auch direkt die beiden Beacons hier neben. Weil die brauche ich halt auch dafür,
Dafür habe ich nicht mehr genug Material. Natürlich nicht. Aber ich bin ja Gott sei Dank nah genug dran. Ich brauche Kunststoff. Kunststoff läuft dort rein. Immer noch hin. Dann nutze ich die Fläche halt so gut wie es nur eben geht aus. So. Die 3 für die Frames. Müsste ich dann einen rüberschieben? Ist auch nicht so ein Problem, ne? Achso. Jetzt sind wir hier genau an die Kante. Eins. Zwei. Drei. Oh, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Okay. Wir fangen jetzt erstmal an, hier ein bisschen mit den Rezepten zu spielen. So, wir brauchen hier haben wir sie? Die 4,8 hatten wir schon mit vorne. Für die Oszillatoren 6,4. Das heißt, und es ist das Alternativrezept. Ich hätte gerne auf 40%. Und du bist voll kopieren. So, das sind 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Dann machst du mir die Caterium-Computer. Und zwar du hier bist mit 60% dabei. So. Ebenso bist du mit 100% dabei. Du hier machst mir. Wo hatten wir sie? Beacons. Du machst mir auch die normalen. Also, das wären die, die ich noch so brauche. Okay, du machst mir normale Beacons. Und zwar zu 60%. Und der Kollege macht mir auch die Beacons, aber 100%. So. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, die ein Stück weiter zurückzusetzen. Ist die Möglichkeit? Und ich den einfach. Wenn ich dich dorthin setze. Kann ich dich abbauen und entsprechend hier und hier hinsetzen. Dann seid ihr nicht mehr da drin. Passt.
So, ich muss vorsichtshalber in meine Liste nochmal einen aufnehmen, damit ich den nicht vergesse. Sind wir denn? Ach, sind wir schon gleich fertig. Hab das für heute geschafft. Wo seid ihr? Modular Frame. Alternate Heavy Encased Frame. Schwerer ummantelter Rahmen. Okay. Schwerer ummantelter Rahmen. Muss insgesamt auf 6 kommen. Wie viel machst du? 2,81. Bescheuerte Zahl. Dann sind das 5,62. Fehlen noch 38, ne? Also 0,38. Was ist das? Ach, 813. Alter. So. Das Ganze setzen wir. Nee, brauchen wir nicht in Klammern setzen, weil wir sagen 6 minus sind 0,374. 0,374. Okay, bleibt bei 0,37, wie auch immer. Dann passt das vermutlich. Okay, ich versuche herauszufinden, wo mir noch ein Apparillochen hier fehlt. Oh, wird das eine Verkabelung und eine Verdrahtung und eine Verbänderung. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.